Ja, hallo Leute, in diesem Video möchte ich mit euch zusammen eine Selfie-Drohne auspacken. Und zwar die Unique Breeze hat eine 4K-Kamera und wirklich coole Funktionen mit der Software integriert. Viel Spaß! Ja, hier haben wir die Drohne auch schon liegen. Der Preis der Drohne liegt derzeit bei Amazon bei 485 Euro. Ist also für eine Drohne, sage ich jetzt mal, nicht gerade viel, aber auch nicht gerade wenig. Ich habe hier noch einen extra Zusatzakku, der auch nochmal, glaube 43 Euro auf Amazon kostet. Und der verlängert eben die Flugzeit von 12 auf 24 Minuten. Ja, hier haben wir dann die Verpackung, ist relativ klein. Wir können uns auch nochmal hier die Verpackung genauer anschauen. Auf der linken Seite haben wir dann eine kleine Übersicht, was sich so alles im Lieferumfang befindet, aber das zeige ich euch jetzt natürlich. Dann sehen wir hier nochmal ein paar verschiedene Funktionen, die gehighlightet werden bei dieser Drohne. Und zwar haben wir hier automatisierte Flugmodi, also wir können verschiedene Modi anschalten und die Drohne macht dann verschiedene Sachen. Wir haben eine 4K-Kamera zum Filmen, 13 Megapixel ist es bei Fotos. Wir haben hier den Follow-Me-Modus. Wir können die Drohne sehr gut innen, also in der Wohnung drin oder irgendwo drin, fliegen lassen. Wir haben auch Propellerschutz dabei, den wir auf die Drohne installieren können. Wir haben auf dem Smartphone eine 720p HD Live-Schalte von der Kamera, was die Drohne gerade sieht. Und wir können die Videos und Fotos von der App, von der Drohne sofort posten. Ja, auf der Rückseite sehen wir dann auch nochmal, wie klein und handlich die ist. Und hier sehen wir einmal nochmal den Propellerschutz. Falls wir das Ganze drin fliegen wollen, können wir natürlich draußen auch noch dran lassen. Und dann sehen wir hier die verschiedenen Modi, die es gibt, mit denen wir fliegen können. Wir können einmal ganz normal Pilot fliegen, dann den Selfie-Modus, dass die Kamera dann Gesichter erkennt und Fotos macht, die Orbit-Funktion, Journey-Funktion und das Coolste meiner Meinung nach ist die Follow-Me-Funktion. Ja, die ganzen verschiedenen Funktionen werde ich euch in meinem Review zeigen. Das ist jetzt hier nur das Unboxing. Und ja, schauen wir mal weiter rum. Da haben wir noch ein paar Informationen überall. Hier auch nochmal in verschiedenen Sprachen. Aber packen wir jetzt einfach mal das Ding aus. Wir haben hier eine Folie, die wir durchschneiden müssen. So. Dann können wir das hier anheben und wir sehen hier gleich die Transportbox, in der die Drohne gleich geliefert kommt. Die können wir dann hier wunderbar rausnehmen. Und so ist die Drohne eben geschützt. Wir können die so in den Rucksack packen und der Drohne kann nichts passieren. Schauen wir mal, was sich so weiter im Lieferumfang befindet. Da haben wir hier einmal ein bisschen Dokumentation, ein paar Anleitungen so und sowas brauchen wir eigentlich nicht. Dann haben wir hier weiter ein paar Ersatzpropeller. So, dann haben wir hier nochmal eine große Kiste. Dort befindet sich dann das Akkuladegerät drin, einmal ein Kabel und nochmal ein Micro-USB-Kabel. Das mache ich am besten hier unten mal auf. So, da haben wir einmal dann das Ladegerät mit dem dazugehörigen Kabel. Und dann haben wir hier nochmal ein Micro-USB-Kabel, um die Daten von der Drohne zu bekommen und sie auf dem Computer zu spielen. So, dann schauen wir uns mal hier die Box an, in der die Drohne drin ist. So, die können wir dann hier wunderbar aufklappen. Dann haben wir hier noch ein paar Instructions und Warnungen. Auf jeden Fall haben wir dann hier die Drohne. Die ist wirklich sehr winzig, wenn man sie so in der Hand hat. Dann haben wir hier in der Box einmal einen Akku. Der soll eben, wie gesagt, 12 Minuten lang halten. Und dann haben wir hier den Propellerschutz. Falls wir die hier kaputt machen, können wir die auf Amazon für, glaube ich, 7 oder 8 Euro nachkaufen. Haben dann eben einen neuen Satz Propellerschutz. Wir können auch hier Ersatzrotorblätter nachkaufen. Die kosten auch 6,99 auf Amazon. Also, falls ihr das alles kaputt machen solltet, könnt ihr das Ganze auf Amazon nachkaufen. Ja, das war's dann hier mit der Box. Mehr ist nicht hier drin. Und das hier ist die Unique Breeze. Ja, so sieht die Unique Breeze dann aus, wenn sie komplett zusammengebaut ist und ja, startfähig ist. Wir haben hier die kleinen Füße nochmal, die man ausklappen kann. Und die Propeller habe ich dann ausgeklappt und so ist sie dann bereit zum Fliegen. So wiegt sie 385 Gramm, ist also relativ leicht. Wir haben hier auf der Rückseite dann nochmal einmal den Power-Button und auf der Unterseite haben wir dann nochmal diverse Sensoren. Auf der Seite hier haben wir dann nochmal den Micro-USB-Platz. Vorne haben wir die 4K-Kamera, die sich nach unten schwenken kann. Also kann hoch und runter schwenken, mehr nicht. Und das soll es jetzt eigentlich gewesen sein mit dem Unboxing von der Unique Breeze.
Die Besonderheiten sind eben das leichte Gewicht von 385 Gramm oder eben nur diese geringe Größe von 24 Zentimetern. Der Akku hält bis zu 12 Minuten am Stück, könnt ihr damit dann fliegen. Wir haben 6 verschiedene Modis, die wir aktivieren können und dann verschiedene Flugaktionen ausführen können. Und wir können filmen mit einer Auflösung von 3840x2160 Pixel. Das ist also ziemlich, ziemlich gut. Und für unterwegs haben wir eben diese praktische Transportbox. Ja, falls ihr mehr dazu wissen wollt, schaut in die Beschreibung. Da habe ich Links zur Website von Unique und einen Link zu Amazon, falls ihr das Ding gleich kaufen wollt. Ansonsten könnt ihr euch auf mein Review freuen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!